Ich dachte mir, ich überrasche euch mit einer neuen Stronghold 3 Folge. Wir hatten ja beim letzten Mal die Militärkampagne beendet und nur ganz kurz das Video der ersten Wirtschaftsmission angesehen. Wenn mich nicht alles täuscht, erwartet uns dort ein heißes Bienchen. Lassen wir uns mal überraschen. Wer einen Krieg beginnt oder warum, das ist den meisten Menschen, Bauern, Arbeitern, Familien egal. Sie wissen nur, dass ihr Leben in Gefahr ist. Dass nichts mehr so sein wird, wie es einst war. Während des Krieges wurden alle Dörfer, Städte und Siedlungen zerstört. Wir sahen, wie die Abtei fiel. Und mit ihr unsere Hoffnung. Der schwierigste Teil des Krieges beginnt, wenn er vorbei ist. Und die Verantwortlichen die Länder wieder aufbauen und versuchen müssen, den Menschen zurückzugeben, was sie verloren haben. Nach diesem Krieg bin ich diese Person. Mein Volk will nichts mehr, als sein Leben zurückzubekommen. Wir werden mit der Abtei beginnen. Einem Symbol der Hoffnung und des Friedens. Vielleicht wird das den Menschen dabei helfen, selbst wieder alles aufzubauen. Wir haben nur wenige Rohstoffe. Eine große Herausforderung für die Bauherren. Also für uns. Ein Start. So heißt die Mission. Ich muss sagen, die Soundaufnahme klang gerade ziemlich komisch. Also die S-Laute, vielleicht liegt das auch gerade an meinem Headset, ich weiß es nicht genau. Ich höre mir das nachher nochmal an. Aber die S-Laute, klange nicht so gut. Eines der ersten Dinge, die während des Krieges ausgingen, waren unsere Rohstoffe. Die grausamen Schweine stahlen unsere Steine, unser Holz, unsere Werkzeuge, ohne an die Menschen zu denken. Bevor wir überhaupt daran denken können, die Abtei wieder aufzubauen, müssen wir einen Steinbruch errichten. Ja gut, das ist ja mal klar. Bevor wir überhaupt an einen Wiederaufbau der Abtei denken können, müssen wir einen Steinbruch errichten, der die Steine für die Bauarbeiten liefern wird. Und Holz müssen wir auch beschaffen. Hä? Er vergisst hier den halben Text. Also, wir gewinnen, wenn wir 160 Steine gesammelt und 800 Hölzchen abgebaut haben. Zeit bis zur Niederlage. Achso, es gibt einen Countdown. Platziert euer Vorratslager, my Lord. Das machen wir. Vorratslager. Was ist denn das hier? Wohin am besten? Wo sind denn die Steine? Da oben? Ja, dann platzieren wir das vielleicht hier in der Mitte. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Ah, der gute Kornspeicher. Meine Güte. Sire, Lady Catherines ehrgeiziges Vorhaben, die Abtei wieder aufzubauen, ist wirklich nobel. Ja. Ich sehe viele Probleme in den nächsten Tagen auf uns zukommen. Ich auch. Im Moment ist jedoch Eile geboten, da Holz und Steine schnell geliefert werden müssen, bevor die Handwerker ankommen. Darum kümmern wir uns. Aber irgendwas ist hier wirklich verseucht. Da und da sind Ausrufezeichen. Wo laufen die denn lang? Ach, müssen wir erst... Ich glaube, wir müssen erst die ganzen Bäume hier fällen, damit sie da durchkommen. Kann das sein? Oder können sie auch hier rüber? Haben wir mal schnell... Nee, da kommen wir nicht rein. Oh, das ist ja blöd. Na gut. Den bauen wir trotzdem schon mal. Sire, dieser Standort ist reich an Steinvorkommen, aber wir müssen vielleicht erst das Unterholz wegräumen, um an sie heranzukommen. Da hast du recht, fiel mir ja auch schon auf. Ein Gehöft könnten wir uns noch leisten? Nein, können wir nicht mehr. Das ist bitter. Also warten wir auf die erste Holzlieferung. Die sind ja schon fleißig dabei. Und dann wird das Gehöft platziert. Und im Anschluss müssten wir hier dieses Lager vollständig besetzen können. Ach nee, da ist sogar ein weiterer Holzfäller bereits aktiv. Sehr gut. Ihr macht das. Was sagt denn der Countdown? Also... 25 von 160 Steinen haben wir schon und 68 von 800 Hölzern. Wenn ich nun etwas ausgebe, wird das dann wieder abgezogen? Ich glaube nicht. 35 Tage und 15 Stunden stehen uns zur Verfügung. Das müsste eigentlich reichen. Also ich glaube, das kriegen wir locker hin.
Warten wir mal noch auf diese Bretter und dann könnte man im Notfall sogar ein weiteres Holzfällerlager errichten. Ich denke mal, andere Sachen müssen wir hier gar nicht großartig bauen. Geht das überhaupt? Nee. Also wir werden höchstwahrscheinlich nicht angegriffen. Oder ansonsten steht uns halt nur der Lord zur Verfügung. Also, bauen wir mal ein Gehöft. Na? Geht irgendwie nicht. Doch, hier. 10 neue Leute. Dann ein weiteres Lager. Und das hier vorne ruht sich erstmal aus. Geht gar nicht. Das konnte man doch aber irgendwo einstellen. Ah ja, genau. So. Da soll niemand hin. Alle freien Bauern machen sich bitte hier ans Werk, die Bäume dann zu fällen. In den Bergen und es gibt Bären, die hier frei herumstreifen. Ach doch, ein Angriff. Bauern brauchen Schutz, wenn sie unbehelligt arbeiten sollen. Aber wir können doch gar nichts bauen und keine Einheiten holen. Oder müssen wir etwa was kaufen? Unterkünfte. So. Ach, die Steine sind doch weg. Verdammter Mist. Das ist natürlich bitter. Freie Bauern können wir einstellen. Na gut. Dann machen wir das. Wo sind jetzt diese wilden Bären? Hm? Ich hoffe, das wird angezeigt. Morgen, Chef. Ihr kommt mal dahin. Noch ein Marsch. Vielleicht nochmal 2 weitere Leute. Schönen Tag, Eure Hoheit. So. Oh, ein Befehl. Seid ihr da oben zu viert? Ja, die arbeiten fleißig. Sehr schön. 2, 3 Bäume noch fällen, dann haben wir's. Wie viele freie Bauern? Ah, das ist zu wenig. Ein weiteres Gehöft sollten wir schon noch errichten. Dahin gesetzt. Dann. Genau, 4 neue Leute. Bisschen früh, oder? Ihr kommt auch noch nach oben. Los geht's. Wurdet ihr angegriffen? Gut, gut. Ja. Also hier war wohl ein Bär. Müsste ja da oben erstmal reichen. Wir stellen jetzt noch eine kleine Armee hier unten hin. Ach, oder er ist eventuell durch dieses verseuchte Gebiet gegangen. Guten Morgen, Eure Lordschaft. Das kann sein, dass er da nicht aufgepasst hat. Hm. Trotzdem brauchen wir eine neue Armee. 4 Leute, okay. So, wenn möglich, marschieren die ersten Bauern direkt nach da oben. Also gut. 5 Stück. Ja. Gut. Ihr bleibt hier. Toll, noch ein Marsch. Bewegt euch erstmal nicht. Stattdessen werden wir diesen Typen nun verfolgen. Morgen, Eure Lordschaft, geht zum Arbeitsplatz. Kommst du denn bereits durch? Ja. Na klasse. Hat er geschafft? Aber das ist doch nicht nur eine Person. Ach nein, da kommen die anderen. Ja, unser Lager ist schon ordentlich gefüllt. 348 Bretter. 160 Steine. Über 30 Tage haben wir Zeit. Das sollte doch kein Problem darstellen. Oder wir bauen direkt mal einen weiteren Steinbruch. Wir haben 4, 5 freie Bauern gerade zur Verfügung. Dann machen wir das so. Und daneben nochmal ein Ochsenjoch errichtet. Bitte. Das müsste genügen. Hier 3 Männer einstellen. Also gut. Klasse. So, dann können die Bären auch kommen. Wir sind gewappnet, um unsere Bauern zu verteidigen. Aber es scheint mir doch alles friedlich zu sein. Sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Was ist das hier vorne? Ein Licht. Mhm. Okay. Wütende Bären. Ah, jetzt sind sie da. Mein Herr.
Kommt mal mit runter. Guten Tag, eure Hoheit. Hä? Das sinkt immer weiter. Was ist denn da los? Ein Bär. Oder müssen wir vielleicht eine Apotheke bauen? Apotheke, ja. Um sie zu schützen. So, Apotheke ganz schnell errichten. Hier. Bisschen früh, oder? Wo sind sie? Die Bären, hä? Wir werden angegriffen. Ein Bär hier vorne. Ist los im Dorf. Oder? Menschen verlassen die Burg. Wieso denn? Ach, wart. Den Bären haben wir gleich platt gemacht. Guten Morgen, eure Lordschaft. Schnell helfen. Hallo. Wieso macht ihr jetzt nichts? Ah, Stronghold 3. Genau so hab ich dich in Erinnerung. Es gibt jedes Mal Probleme. Verlier deinen Helm nicht, Knappe. So, 16 Soldaten. Jetzt verfolgen wir mal den Apotheker. Der kann sich wohl hierum kümmern. Ja, Tatsache. Hat er prima hinbekommen. Warme Gefühle für euch, mein Herr. So, plus 20. Schön. Ach, das sind auch Totenköpfe. Um diese verseuchten Stellen muss sich der Apotheker kümmern. Bisschen früh, oder? ...32 Steine haben wir mittlerweile eingesammelt. Ah, das kommt auch noch alles mit drauf. Wie viel hat denn ein Ochse? Wo ist der andere Typ? Da kommt er. Wir sind bei 32. Und nun... ...64. Das heißt, genau 32 Steine hat er auch immer mit. Das sollte also kein allzu großes Problem sein. Was kann man sonst noch bauen? Ein Markt. 200 Holz. Puh, nö, ist mir eigentlich zu viel. Das lassen wir erstmal. Ich denke, wir werden es auch gar nicht benötigen. Ja, Unterkünfte hatten wir. Gut, und bei den anderen Sachen steht nichts mehr zur Verfügung. Dann halten sich die Holzfäller nun hoffentlich auch ran. Wir haben ja immer wieder neue Gebäude gebaut, die extrem viel gekostet haben. Hier vorne ist noch eine kleine Plage. Aber die wird nun auch vernichtet. Guten Morgen, eure Lordschaft. Er macht das schon. Müssen wir unser Vorratslager vielleicht erweitern? Die Menschen werden von Krankheiten geplagt, mein Lord. Es ist wirklich widerlich. Oh fuck. Ja, schlimm. Nee, das passt hier irgendwie noch alles rein. Auch wenn man es optisch nicht mehr sieht. Naja, okay. Menschen, solange sie das abladen können. Warum denn diesmal? Nicht sicher, was euch angeht. Krankheit. Ja, es ist doch nur noch die da oben. Nee, hier unten auch noch. Sehr schön. Hier ist wieder einer verreckt. Aber dafür haben wir ja den Apotheker. Der kümmert sich darum. Werf mal da oben noch ein paar Kräuter hin. Guten Morgen, eure Lordschaft. So, uns wollen nicht so viele Leute begrüßen. Da kommt der nächste Ochse, aber den brauchen wir schon gar nicht mehr. 160 Steine haben wir zusammen. Und die Holzfäller tragen nun die letzten Bretter herbei. Na? Warten wir es mal ab. 100 fehlen noch. Wird wohl nicht ganz reichen. Ja, 139 sind es aktuell. Zurück. Mit denen wahrscheinlich irgendwas über 150. Spuckt die hier hin? Oder sah das gerade nur so aus? Und wo ist mein Liebling? Hat sicher nur Unfug im Sinn. Okay. Also ich hätte gedacht, die hat sich hier gerade übergeben. Aber dem ist nicht so. Hier werden die letzten Bäume gefällt. Sehr schön, ihr packt das.
45 fehlen uns noch. Und da werden sie auch schon geliefert. Mal schauen, ob das bereits die erste Mission hier von der Wirtschaftskampagne war. Vielleicht werden wir danach auch nochmal von Bären attackiert und müssen unsere Bauern beschützen. Sieg. Jetzt fällt auf jeden Fall die 800. Oh nein, das war's. Wir haben gewonnen. 70.145 Punkte insgesamt. 311 Münzen. Ja, und da ist natürlich jetzt nicht so viel Spannendes passiert. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Eine böse Gemeinde erwartet uns dann. Höchstwahrscheinlich die Wölfe. Wenn wir einfach mal hier auf das Bild achten, lässt sich das auf jeden Fall vermuten. Ich hoffe, ihr schaltet dann auf jeden Fall wieder ein. Bis dahin sage ich erstmal tschüss, euer Tom Philipp Zenker.